Heidepark mal wieder mit Menschen. Das bedeutet Wartezeiten, ist aber nicht schlimm, weil unsere Dosis Adrenalin haben wir ja vor 10 Tagen schon gekriegt, wo wir alles nonstop gefahren sind. Dafür sind die Aufnahmen heute mal ein bisschen lebendiger, gell? Ja, der Deutsche ist ein Gewohnheitstier, so auch wir. Wir gehen mal wieder die Linksrunde. Und offenbar ist hier auch immer nicht viel los. Wir sind wieder alle Richtung Kolossus abgebogen. Wir hoffen halt jetzt einmal mit wenig Wartezeit den Flug fahren zu können. Halt hier die linke Seite des Parks, also vom Eingang aus gesehen, ist die deutlich schöner thematisierte Seite. Die Menschen strömen nach. Ja, das ist die alte klassische Hochbahn, die durch den älteren Teil des Parks fährt. Wobei hier im älteren Teil natürlich auch viele neue Attraktionen zu finden sind, nicht falsch verstehen. Aber wenn ihr dann hinten in dem erweiterten Teil fahren wollt, dann gibt es noch die andere Monorail, die natürlich auch ein bisschen moderner ist. Aber schön ist die Fahrt hier allemal. So, schaut mal, wir sind über dem Peppa Pig Land. Es hat übrigens im April 22 in Florida, auch von Merlin Entertainment, ein kompletter Peppa Pig Freizeitpark aufgemacht. Erste Fahrt des Tages, Monorail mit 0 Wartezeit. Schon mal nicht schlecht, oder? Ich denke mal, an den Achterbahnen sieht es mal ein bisschen anders aus. Wartezeit beim Flug laut Anzeigentafel nur 15 Minuten. Deutet so ein bisschen darauf hin, dass dann halt primär Familien mit jungen Kindern hier im Park sind. Oder viele Leute, die sich in das Teil nicht reintrauen. Aber das ist für uns natürlich die Einladung, da jetzt mitzufahren. Alle drei. Big Loop startet. Der Flug auch. Ich bin so froh, dass wir diese Anlage hier haben. Ich liebe den Coaster. Der Dämon, ich kann mich nur wiederholen, ist mega geil. Wer da nicht mitfährt, ist selber schuld. Echt, bin ich arrogant, aber euch entgeht ein geiler Spaß. Schaut mal, die Fahrrinne der Wildwasserbahn 2 existiert noch. Musste leider weichen, das Fahrgeschäft. Für ihn hier. Bobbahn fährt. Ich bin ja begeistert. Ich mag das Teil total gerne. Ich dachte eigentlich, ab 16 Grad darf die erst fahren. Ich glaube, wie warm ist denn das? 16 Grad nicht, oder? Naja, habe ich mich geirrt. Gerade auf der Bobbahn hinter mir ist der Ausgang. Es ist eine Rarität, Leute. Ey, die ist so geil. Es ist die längste ihrer Art auf der ganzen Welt. Hammer. Wirklich schön, dass ihr heute wieder seid. Da seid ihr. Was? Deine Falten sind weg. Aber sie ist geil. Ey, komm, die ist von 1993, meine ich. Ich glaube 93. Wie im Europapark von 85. Also ist die. Wenn ich die Bobbahn fahre, das juckt immer in den Ohren, das vibriert da immer so. Ja? Ich kriege immer juckende Ohren davon. Und schon wieder too much information. Ach, es tut mir leid. Ich muss heute mal sagen, Respekt an den Heidepark. Die Abfertigung ist richtig gut und schnell. Ein Zug nach dem anderen. Wir waren ja schon einige Male hier, aber so schnell habe ich es tatsächlich noch nicht erlebt. Mir war nicht bewusst, dass man sich unter die Bobbahn stellen kann. Das machen wir jetzt mal. Hier. Thank you.
Hier waren wir noch nicht. Aber da kommt schon der nächste Zug, ey, das gibt's gar nicht. Leute, der Heidepark in Action, das ist richtig schön. Der Flug fährt hier die Bobbahn. Ja, dann hörst du natürlich Limit noch, du hörst das Gekreische, das Geruppel, den Kettenlift, geil. Das Areal gefällt mir total. Also, wenn ihr von der Bobbahn Richtung Limit geht, schaut mal rechts, da ist eine Abzweigung. Ey, wie blöd, ich habe die echt noch nie gesehen. Dann kommt ihr hier durch diese ganze Bobbahn durch und habt total coole Perspektiven. Macht das mal. Der Park ist voll, die Portionen sind gleich schon mal ein bisschen kleiner und es gab auch keinen Rabatt für Jahreskartenbesitzer. Guck mal, ein bisschen klein die Portion heute, ne? Guck mal. Müssen sie sich einteilen. Unterhalten ist hier ein bisschen schwierig, Schatz. Aber warum? Ah, jetzt das, die Themenmusik von Colossus, die spielen wir jetzt zukünftig auch zu Hause beim Abendessen ab, ja? Ich habe gerade gesagt, wir sollen ihn einfach raus. Ja. Der Lautsprecher ist aber echt am Anschlag, ne? Der krächzt, wenn es laut wird. Ich glaube, ein bisschen leiser. Das war der einzige freie Tisch. So, Schatzi, ich komme aus Colossus. Alter, wenn da der Gurt nicht wäre, würdest du weiterfliegen zu Desert Race. Ich habe ganz hinten gesessen heute. Es ist so geil. Außer an den Tailern schwebst du eigentlich nur im Sitz. Ja, ehe mein Zug Colossus losfuhr, hat ein bisschen gedauert, weil... Das ist Peppa Pig. Oh. Weil eine Frau mit ihrem Freund eingestiegen ist und als sie dann endlich im Zug saß, nach 40 Minuten Wartezeit, das fiel ihr sehr früh ein, hat sie Angst gekriegt. Stieg wieder aus, verließ dann aber den Bahnhof nicht. Der Ride Operator musste sie mehrfach auffordern und sie wollte ihren Freund nicht mitfahren lassen. Sie hatte Angst um ihren Freund, der wollte aber Colossus fahren. Hat alles ein bisschen gedauert. Leute, wir fahren eine echte Rarität. Old 99 oder Old 99. Ach, so schnell! Ja, das ist die Oldtimerbahn im Heidepark. Ich glaube, mit der Bahn hat der Park schon eröffnet. Leute, ich kann hier laufen. Da hinterher ist. Laufen, laufen! Schon vorbei, Schatzi. Ich glaube, ich war noch ein kleines Kind, als ich das letzte Mal diese Floßfahrt hier mitgefahren bin. Oh. Kurve. Meine beiden beobachten die Leute beim Einsteigen. Man kann das Floß schaukeln, es ist aber nicht erlaubt. Aber wie es immer so ist, alles das, was verboten ist, reizt den Menschen doch extrem. Heute fährt alles, Leute. Es geht doch. Außer Screepy ist kaputt. Schöner Tag. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt auf dem Ostersamstag, aber man konnte doch einiges fahren. Auch eine Attraktion, die wir gerne nutzen, wenn es mal ein bisschen voller im Park ist. Schönes Blumenmeer auf der anderen Seite. Mama hat die Folge da. Ein alter Kahn. Komm, der hat sich voll gesaut. Das ist mal selten. Was? Wer hat sich voll gesaut? Mama. Wo? Da in der Hand. Nein. Doch. Wow. Sie hasst doch Flecken. Ist ja auch nur an meinen Fingern. Aha, aha. Das würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Oh, ja. Ich nicht. Isst du dein Chicken Nugget? Haben wir den mitgenommen? Ja, ich habe dafür 10,80 Euro bezahlt. Für die paar Chicken? Ja, ich habe sie mitgenommen. Ach so. Und die isst jetzt hier im Boot erstmal. Toll, meine beiden sind heimlich weitergegangen. Hinter mir befanden sich fremde Menschen. Ich dachte, das sind die. Habe ich die angequatscht? Jetzt habe ich mit fremden Menschen gequatscht, aber meinte ich euch. Jetzt habe ich vergessen, was wenn ich euch eigentlich immer sagen wollte. Auf dich warten würden. Ja, ich muss ja Aufnahmen machen. Ja.
Müssen noch nach Hause fahren. Wir wollen noch mal kurz ins Outlet. Und dank Saisonpass können wir ja jederzeit hier wieder herfahren. Ja, deutlich belebter heute der Tag, aber richtig angenehm. Der Heidepark hat das gut im Griff gehabt heute, muss man ja sagen. Also die können es auch. Sie machen es halt nur immer nicht. Nur an den Tagen, wo generell viel erwartet wird, dann klappt auf einmal immer alles.